griechischer Volkstanz im hohen Norden. Für 4 Tage ist die schwedische Hafenstadt Helsingborg im Folklorefieber. Von Griechenland bis zum Baltikum, mehr als 250 Regionen aus ganz Europa haben sich herausgeputzt. Hier bei der Europäade präsentieren sie alle ihre Trachten und Tänze. Unser Ziel ist es, die Herzen Europas zusammenzubringen, also nicht die Wirtschaft oder die Finanzen, sondern die Menschen. Sie sollen zusammen tanzen und Musik machen, hier ihre Kultur präsentieren und sich gegenseitig dafür Respekt zollen. Mit dabei ist auch diese Gruppe aus Schrecksbach, einer kleinen Gemeinde mitten in Deutschland. Es heißt, ihre Tracht soll die Brüder Grimm für das Märchen Rotkäppchen inspiriert haben. An Feiertagen werden die Trachten in Schrecksbach auch heute noch getragen. Ich mache das eben stolz. Das ist die Tracht meiner Vorfahren, haben meine Großeltern, Urgroßeltern schon getragen, wir tragen das auch. Wir werden damit halt auch wiedererkannt. Einfach sowas trägt man einfach mit Würde auch. Da muss man schön gerade stehen und sagen, jawohl, das ist unsere Heimat, die wir repräsentieren. Rot ist die Farbe der Mädchen und jungen Frauen. Nach der Hochzeit tragen sie ein dezenteres Grün. Damit zeigen sie, dass sie nun vergeben sind. Die sogenannten Rotkäppchen hat auch der Berliner Gregor Hohenberg für einen Bildband fotografiert. 5 Jahre reiste er durch Deutschland, um verschiedene Volksgruppen zu treffen, und wurde zu einem Trachtenexperten. Es gibt in den Trachten auch versteckte Codes, also so nonverbale Kommunikation, wo durch Farben, durch bestimmte Positionen der Tücher, durch Positionen des Hutes ausgedrückt wird, ob man im heiratsfähigen Alter ist, ob man in welcher Phase der Trauerschaft man ist, ob man noch ein Kind ist. Also es wurde vieles auch kommuniziert. Was heute so Instagram und Facebook machen, war früher die Trachten auch teilweise. Die verschiedenen Trachten setzt er in Szene, wie er es sonst mit Mode tut. Kleine, handgeschneiderte Kunstwerke. Bis zu 30.000 Euro können die Kleider kosten, wie diese Hochzeitstracht aus Niedersachsen. Man würde denken, die kommt aus dem asiatischen Hochgebirge, die Tracht. Und die ist auch von allen Seiten mit Goldstickereien, mit Glasperlen, mit ganz tollen Mustern und Handschuhen. Perfekt, also wie Haute Couture aus Paris sieht die aus. Tatsächlich bedienen sich die großen Modehäuser immer wieder aus dem historischen Kleiderfundus Europas, wie das französische Label Chanel in seiner Pre-Fall Collection 2015. Eine Hommage an Trachten aus Österreich. Auch bei der Europäade könnte wohl manch ein Designer in Begeisterung geraten. Fast ein wenig avantgardistisch wirken diese fellbesetzten Taschen und bestickten Hosen. Die Träger stammen aus Grönland. Ihre Kleidung stiftet Identität und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Unsere Trachten, besonders die der Frauen, sie sind alle komplett unterschiedlich. Es gibt keine zwei, die gleich aussehen. Die Farben, die Muster und die Zusammenstellung, das alles ist etwas sehr Familiäres. Ein Ständchen für die Menschen in Helsingborg. Dass Europa so eine bunte Trachtenlandschaft zu bieten hat, damit haben hier wohl die wenigsten gerechnet. Es ist beeindruckend. Es gibt 6.000 Teilnehmer. Das ist echt eine Menge. 6.000, man darf die alten Traditionen nicht vergessen. Das Leben geht immer weiter. Aber man darf nie vergessen, wo man herkommt, nicht wahr? Ich finde das schön, ganz wunderbar, überhaupt nicht altmodisch. Die Teilnehmer der Europäade sehen das genauso. Trachten, keine Museumsware, sondern ein gelebtes Stück Geschichte, das auch von der jungen Generation in ganz Europa gepflegt wird.